Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Aktiv im Urlaub. Heute mit Upper Body. Wir wollen heute den Oberkörper trainieren. Natürlich vor allem unsere Arme und unsere Schultern und unseren Rücken. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Ich habe mir übrigens zwei gefüllte Wasserflaschen dazu geholt. Du kannst auch ohne mitmachen. Es funktioniert auch, wenn du mit Muskelkraft arbeitest. Dann versuch wirklich auch unter Spannung zu arbeiten. Oder du holst dir Wasserflaschen, vielleicht auch noch größere, also ganz wie du möchtest. Und wir starten jetzt mit einem kleinen Aufwärmtraining, kommen dazu in eine sehr stabile Position, lass deine Schultern nach hinten kreisen. Natürlich wollen wir die Muskeln durchbluten und Gelenke bewegen, bevor wir jetzt starten. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, mach nur weiter, dass du die Handgelenke immer in einer Linie mit deinem Unterarm behältst, wenn du mit Gewichten arbeitest. Also nicht abknicken lassen, sondern immer in einer Linie mit dem Unterarm. Zeige ich dir gleich nochmal. Denk auch an die Aufrichtung, die ist natürlich auch wichtig. Also Brustbein heben und auf deinem Kopf eine Krone, die du in Richtung Decke schiebst. Werde größer, die Hände zu den Schultern. Den Ellbogen kreisen, ganz locker, Atem fließt, Bauch gespannt, Körpermitte sollte unter Spannung sein. Und dann nimmst du einen Arm jetzt nach oben und mit dem anderen versuchst du, die Finger zu fassen, vielleicht sogar berühren. Und dann wechselst du die Seite, so mobilisierst du deine Schultergelenke. Wenn du die Finger nicht greifen kannst, ist gar nicht schlimm, denn das ist ja das Training, dass wir die Übung immer mal wieder machen. Und die Beweglichkeit ist eigentlich sehr wichtig, auch für einen entspannten Nacken. Also ruhig immer mal wieder ausprobieren. Und dann kommst du wieder zurück. Super, lass die Arme schwingen und den Oberkörper, deine Beine ruhig mitnehmen. Ganz schwer fallen lassen. Und wenn du nachher gleich Pausen brauchst zwischendurch, ist das auch okay. Also jederzeit Pausen machen. Du machst es ja nur für dich. Dann kommst du wieder zurück, pendelst dich ein, schüttel dich ruhig nochmal so richtig aus und bleib dann in einer stabilen Position. Nimm deine Handflächen zum Boden zeigend. Jetzt ist ganz wichtig, der Nacken ist ganz lang, die Schultern sind richtig tief hinten unten und deine Arme zur Seite gestreckt. Spannung aufbauen. Wir starten ohne Gewichte und mach jetzt mal ganz kleine Wippbewegungen hoch tief. Für noch schönere Schultern. Nase ein, Mund ausatmen. Immer wieder Spannung aufbauen. Nur nicht in die Gelenke durchstrecken, die Arme, sondern muskulär gestreckt halten. Jetzt nimmst du die Handflächen nach oben. Bauch fest, Schultern tief, Gesicht entspannt. Immer noch. Geht noch ein bisschen. Komm, komm. Noch vier. Jetzt gehst du mit den Handflächen nach vorne und machst hier ganz kleine Wippbewegungen. Durchhalten. Und dann gehst du mit den Handflächen nach hinten und machst nach hinten ganz kleine Wippbewegungen. Die letzten. Wenn du merkst, verspannt sich im Nacken, mach Pause. Vier, drei, zwei und Pause.
locker lassen, einmal entspannen, gerne vorne dich aufstützen, deinen Rücken kurz rund werden lassen und nochmal ganz gerade ziehen, nach vorne den Blick, nochmal ganz rund, Kopf rein. Und wenn du jetzt Gewichte dazu nehmen möchtest, dann hol sie dir und denke an die verlängerten Handgelenke. Nicht abknicken, eine Linie lassen mit den Unterarmen. Oberkörper ist hier vorne. Wir wollen unseren oberen Rücken stärken. Und das kannst du ganz gut machen, wenn du jetzt deine Arme leicht gebeugt, nicht zu sehr hinten, etwas vor, sodass du sie im Blickwinkel hast, wenn du den Blick nach unten richtest. Und dann nach oben anhebst und wieder tief. Nochmal hoch und ab. Genau, wichtig ist immer aus der Spannung heraus, nicht ganz locker, sondern immer Spannung halten und wie gesagt, funktioniert auch ohne Gewichte. Oberkörper vorne, dass wir gegen die Schwerkraft die Arme heben können. Es darf warm werden im oberen Rücken. Wird auch, sobald dein Nacken verspannt, bitte Pause einlegen. Halte dann oben und löse auf. Lass die Schultern locker. Super. Bleib dann, nimm deine Arme in die Waagrechte, Oberarme stabil und die Unterarme kraftvoll beugen, strecken. Bizeps. Kraftvoll. Immer noch. Geht noch. Für noch schönere Arme. Mal auf die Oberarme achten. Gehen noch die letzten vier. Wenn es geht, mach mit. 4, 3. 2, einen und lösen. Lockern, leichten Ausfallschritt, also Oberkörper so ein bisschen nach vorne nehmen, die Arme erstmal hängen lassen und jetzt zieh deine Oberarme in die Waagrechte und versuch Schultern tief von hier zu strecken und zu beugen. Das ist der Trizeps, der Oberarm. Bein wechseln, nochmal 10 Stück, Oberarme bleiben, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und lösen, aufrichten. Knie etwas beugen, Arme leicht gebeugt, Schultern tief und die Arme gehen jetzt nach oben. Auch hier wieder das Gefühl haben, du hast einen großen Ball in den Händen. Also wenn du nach vorne siehst, hast du die Hände im Blickwinkel, ohne zu schielen. Und dann gehst du tief und nochmal hoch. Jetzt ist es wirklich der mittlere Anteil deiner Schulter, den du hier trainierst. Ohne Schwung, rein mit der Kraft, langsam hoch und tief. Sehr gut.
aufrichten. Die letzten Wiederholungen noch. Noch dreimal, noch zweimal, noch einen und absenken, kurzen Moment lockern, kurze Pause und jetzt kannst du mit oder ohne Gewicht nochmal den vorderen Anteil deiner Schulter trainieren, indem du die Arme nach vorne nimmst, Schultern tief hältst und jetzt mach hier eine ganz kleine Hackbewegung, Nacken entspannen, Brustbein heben, Bauch gespannt. Und so trainierst du auch gleichzeitig die tiefe Rückenmuskulatur. Wenn dir das zu schwer wird, beug deine Arme. Mit langen Armen natürlich sehr herausfordernd. Aufrecht stehen, atmen. Drei, zwei, einen und lösen. Kurzen Moment auslockern. Gerne den Armrück pendeln oder mal beide Arme hin und her schwingen. Locker lassen. Zweite Runde. Weißt du noch alles? Wir variieren so ein bisschen, verändern gleich die Übung, aber zwischendurch ist immer wichtig, nochmal locker zu lassen. Und dann starten wir wieder mit unserem Rücken. Und das kannst du jetzt in der Schwebe machen, wenn du willst. Becken parallel zum Boden. Ein Bein zurück, die Arme lang. Wenn du möchtest, abheben. Und jetzt hoch. Hast du immer noch einen Blickwinkel, die Hände? Gut. Und wieder ein Stück tief. Wenn es dir zu wackelig wird, tippe einfach wieder unten auf. Noch zweimal mit dem Bein. Hast auch Beinarbeit, oder? Andere Seite. Becken parallel zum Boden. Oberkörper nach vorne. Immer aus der Spannung heraus. Oh, jetzt wird es schwer. Noch einen. Und aufsetzen, beide Beine. Oh, lockern. Leicht gebeugt. Ein bisschen anbeugen und den Oberkörper nach vorne. Die Handflächen zu mir, Schultern zurück und kraftvoll die Hände zu den Schultern. Bizeps, zweite Runde. Mit Kraft. Hoch. Und tief. Noch mehr. Komm, fest. Richtig anspannen. Bauch fest. Der Rücken hält dich auch mit. Spannung. Acht, sieben, sechs, nochmal einen und auflösen, lockern. Puh. Ein Bein wieder im leichten Ausfallschritt nach vorne, Oberkörper vor, jetzt lass die Arme hängen und jetzt zieh deine Ellbogen hoch, streck die Arme, beuge wieder und
komm tief, nochmal ganz körpernah hoch und wieder zurück. Kleine Variation. Bauch festmachen. Gleich die andere Seite, fliegender Wechsel, Oberkörper nach vorne, 8 Stück hatten wir auch mit der anderen Seite. 7, 6, 5. Noch zweimal. Letztes Mal und langsam aufrichten, kurz entspannen, leichte Grätsche. Jetzt denk nochmal an den riesengroßen Ball, den du in beide Hände nimmst, beide Arme, nimm deine Arme hier nach oben, Schultern wieder tief und jetzt bleibst du hier und machst ganz kleine Bewegungen hoch und tief. Genau. Genieß es. Spür deine Schultern. Der Nacken bleibt entspannt. Noch 8, 7, 6. Nur ein Vorschlag, du kannst auch länger machen. Halten und entspannen. Hüftschmale Position. Gerne auch noch enger. Füße mal ganz schließen. Aufrichten. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Knie durchlässig lassen. Arme nach vorne, Schultern tief und Hacken nach vorne. Aufrichtung ist wichtig. Nochmal Tempo. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen. Lösen, lockern. Und noch einmal ganz entspannt nach rechts und links pendeln. Alles gut? Sehr schön. Ganz locker. Und dann eine Runde, kleine Variationen von vorne. Rücken, oberer Rücken. Jetzt deine Füße, wenn du magst, ganz schließen. Dein Oberkörper nach vorne, Knie etwas beugen, Schultern zurückziehen, die Arme hängen lassen. Und dann versuchst du, nochmal die Arme zu öffnen und zu schließen. Genau, Bauch fest. Jetzt arbeiten wir dann wirklich rein in den oberen Rücken, indem du hier ganz kleine Hoch-Tief machst. Hoch, 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 schieben, schieben, schieben. Immer noch. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Und aufrichten, lockern. Rechter Winkel. Beine darfst du gerne wieder etwas öffnen, Knie gebeugt. Ich zeige es dir nur mal seitlich, dann kannst du es besser verfolgen, was ich mache. Jetzt gehen die Arme hier hoch, Schultern bleiben tief, strecken,
beugen und nochmal ab. Nochmal hoch, Bizeps strecken, beugen, ab. Immer unter Spannung. Genau, richtig mit Spannung. Und da variieren wir jetzt, halten wir oben und rechts und links Arme beugen und strecken. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Soll sich ja lohnen. Im Urlaub, vielleicht bist du gar nicht im Urlaub, dann auch. 7, 6, 5, 2, einen und entspannt. Super, lockern. Oberkörper noch einmal nach vorne. Jetzt bleibst du hüftbreit geöffnet. Nimmst die Arme tief, ziehst deine Ellbogen hier hoch und jetzt versuchst du einmal rechts, einmal links im Wechsel zu strecken. Trizeps. Versuch den Oberarm wirklich waagrecht zu halten. Immer wieder mit Kraft. Nur noch 8 Stück. 7. Einen und aufrichten. Super. Locker. Vielleicht jetzt auf ein Bein dich stellen. Arme sind neben dem Körper. Du bist aufgerichtet und jetzt hoch und nicht ganz ab. Seitheben für den mittleren Anteil der Schulter. Bein wechseln, nochmal 10 im Blickwinkel haben. Nur einen und entspannen, Füße zusammen, Schultern locker lassen. Vielleicht sogar ein Bein jetzt nach vorne stellen. Genau, eine auf einer Linie stehen, Arme nach vorne und hacken. Nacken entspannt. Stopp. Wechseln, anderes Bein nach vorne, Fußspitzen nach vorne, nicht schummeln und los geht's. Und entspannt absinken lassen. Gewichte zur Seite legen, falls du gerade welche in der Hand hattest. Lass deine Schultern ganz locker, fleißig. Ich hoffe, du spürst auch was, nicht nur ich. Und lass nochmal die Arme schwingen, ganz schwer, nach rechts, nach links. Oberkörper ruhig mitnehmen. Also die Armkraft ist eigentlich sehr wichtig für den Alltag und natürlich auch für die Figur. Komm zur Mitte, pendel dich zur Mitte ein, fass die Hände hinten und
Nimm die Arme so weit nach oben, wie es für dich angenehm ist. Knie beugen, Schultern dehnen. Dann nimmst du einen Arm nach oben, zwischen die Schulterblätter. Zieh den Ellbogen tief, immer noch Knie gebeugt. Spür den Trizeps. Das Ganze auch mit der anderen Seite, die Hand zwischen die Schulterblätter tief ziehen. Dann nochmal wieder lösen. Eine Hand auf die Schulter, den Ellbogen zurück, Schulter tief. Lösen, andere Seite, Schulter tief zurückziehen. Nochmal wieder lösen. Jetzt die Daumen zurück, richtig nach hinten ziehen, den Bizeps. Dehnen. Schau noch mal da auf deine Schultern, dass die hinten unten sind und dann nach oben ziehen. Sehr gut. Dann auflösen. Ach, was immer schön ist, ist so ein Armschwung, auch wenn dir die Arme jetzt ganz schön schwer vorkommen bestimmt. So richtig locker hin und her. Was sich immer lohnt, ist, nochmal zu strecken und lang zu ziehen. Nimm die Beine jetzt auch mit in die Bewegung, mal rechts, mal links. Also kannst dich auch jederzeit steigern bei diesem Training. Schwerere Gewichte nehmen, vielleicht die Wasserflasche mit Sand füllen. Dann hast du natürlich mehr Gewicht. Oder größere Wasserflaschen holen, Arme zur Seite, Ellbogen zurück, Brustbein aufmachen. Einatmen, ganz stolz, ganz aufrecht. Ausatmen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitbewegen. Sehr gut. Ich bin total gespannt, wie es dir jetzt so geht. Gerne unten reinschreiben. Hast du auch schwere Arme? Und schreib ruhig rein, wenn du es auch mal mit Sand probierst. Wenn du im Urlaub bist und irgendwo bist am Strand, dann hol dir mal die Wasserflasche mit Sand gefüllt. Wenn du willst, empfehle mich weiter. Freue ich mich, wenn sich ganz viele Menschen mitbewegen. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Klar freue ich mich. Den Link findest du unter dem Video. Da steht deine Unterstützung. Und wenn du draufklickst, kannst du auswählen, ob du mich monatlich zum Beispiel mit 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 unterstützen möchtest, was es dir halt wert ist. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch an die, die das bereits tun. Und die Playlist Aktiv im Urlaub ist hier bei dem Punkt rechts oben, Infopunkt, oder auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Da wird jetzt jeden Tag ein neues Video veröffentlicht. Die bleiben dann auch in dieser Playlist Aktiv im Urlaub drin und du kannst sie jederzeit wiederholen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes gemeinsames Training. Bis dann!